dann mal wieder herzlich willkommen an alle Wochenendkrieger. Es geht auch weiter. Ich hoffe direkt mit dem Stück. Die Aufgaben sind soweit erfüllt. Spiel habe ich gespeichert, wie man sieht. Ja. Also, los geht's. Ah, da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Ich wollte über den Text reden. Warum? Ist nicht schlecht geschrieben. Oh, schon besser, danke. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Ich bin kein Schauspieler. Es ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber mein emotionaler Ausdruck ist nicht der beste. Aber das ist doch ideal. Du spielst doch den Hexer, nicht die Prinzessin. Außerdem musst du natürlich auf die Bühne. Dudu muss dich sehen. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Du hast recht. Hab nur nicht damit gerechnet, sowas tun zu müssen. Das wird schon, mein Lieber. Stolzier einfach mit einem großen Schwert in der Hand auf die Bühne, schau finster drein und sag mit tiefer Stimme ein paar Sätze. Schaffst du das? Okay. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Abelard Ritza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bullière, herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Okay. Nehmen wir Abelard. Besser ein zuverlässiger Handwerker als ein unberechenbarer Künstler. Gut so. Das Projekt ist auch ohne Maxime schon riskant genug. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Du hast die Rolle. Talent und Erfahrung sind für mich wichtiger als Aussehen. Ich fühle mich geehrt und werde mein Bestes geben. Der ist doch nicht mal hässlich. Was hat die denn? Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Ich bin bereit. Hab mir aus Neugierde den Text angesehen. Wir können auch gleich loslegen. Schön, es gibt keine Zeit zu verlieren. Komm auf die Bühne. Sultan, was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Schade, das kennen wir vorher genau. Level 7, Jagd nach Liebe. Ich glaube, wir sind schade. Meine Damen und Herren, ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine vortreffliche Komödie für euch. Sie heißt Die Erlösung des Dopplers. Ja, die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr einen Veteranen der Novigrader Bühnen, Abelard Ritza. Und als Prinzessin die berühmte Künstlerin und Königin der Bühne, Irina Renard.
Garantiert. Bestimmt so schlecht, dass es wieder mega geil ist. Oh, cool, die Katzen. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Zuvor tränk ich allerdings gern etwas Wein. Das stimmt, ihr habt jetzt eine Komödie gemacht. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Dann trinken wir Brüderschaft und sagen du. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes. Sie wird's schon verzeihen. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht verbirgt sich's im Keller oder in einem Fass Bier. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute sei Schluss damit, werd meine Braut. Ich hab keine Ruhe, bis wir endlich getraut. Oh, Liebster mein, ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Verrat! Dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft! Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler. Oh nein! Emotional. Falls sie ihn wirklich liebt, ist sie wohl sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch! Halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen! Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarfe mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie frei. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte... Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Doppler-Freund. Genau, doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Thank you.
Also los, Meister, rauf da, rauf auf die Bühne. Werf den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wird dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte, selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen. Die halbe Stadt war es trotzdem. Oh, nicht lustig, aber so. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dudu. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Nein, kein Bedarf. Ich erkenne Ciri, wenn ich sie sehe. Bestimmt. Ich, dachte nur, du wüsstest vielleicht gern... Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand, außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe.
Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht. Okay. An die Arbeit. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Fürs erste Mal. Nur ein paar kleine Unsicherheiten. Die Vorstellung im Allgemeinen. Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Du hattest recht, Abelard den Prinzen spielen zu lassen. Maxim wäre bestimmt betrunken auf die Bühne gekommen oder er hätte die Premiere ganz vergessen. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Kann man auch sehen. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Ich habe über 20 ausgegeben, um überhaupt hier. Wie sieht's denn aus? Ich brauche jetzt manche wieder. Beim Händler muss ich irgendwas verkaufen. Bei einem Schuss. Siehst du weiter? Heutzutage habe ich schon einen Hinweis. Ein Wort. Wo rennst du denn lang, du Hammel? Ich weiß nicht, wen du suchst, aber hier findest du ihn nicht. Komm, wo liegt denn? Auf der Bank. Was willst du von mir? Wieder dieses Ziehen im Rücken. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. Kennst du die Ballade von Wanda, die einen Nilfgaarder verschmähte? Oder erstmal meditieren. Ist hell. Mal bei der Reise nicht dann gucken wir mal Händler. Wieder hin. Doch, war richtig. Karte. Was hat Zeit? Händler. Noch ein Händler. Gar nicht so. Und jetzt wollen wir das umsetzen. Und dann. Wieder zurücklaufen. Der Händler natürlich in der Richtung zu sein. Brauchst du etwas, Meister? Mir reicht's mit dem Leben. Willkommen, willkommen! Was hast du denn da? Nein,
Ja. Na gut. Bis dann. Bank, oder? Wie war das? Was kann ich für dich tun? Bis zum nächsten Mal. Interessant. Erstklassige Schwerter. Achso. Zeig mal, was du anzubieten hast. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal beim Einkaufen wieder. Bis dahin. Ciao.